Was kommt noch? Ladevorgang. Einige Monate später. Ist es noch nicht zu Ende? I've been playing it straight up. None of that dodgy business. Yeah, I've been doing a bit of trading, you know, bits and bobs like. Been sailing around and selling stuff. This bird, mate of mine's been bugging. But anyway, I heard your big news. So you're head of the Palace Guard then, eh? Diamond, I'm well chuffed. I can help you out on your first big job and all. And it's for none other than our darling horse Prince. Oh, so we're escorting the princess to a wedding. It's a bit, oh, I don't know, though. Beats me why she's still marrying that charmless bloke. After all that's happened. Oh, yeah, nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the way over. Seems the princess is ready to deport now, so you can go and fetch her from a room like. I'll be waiting down in the courtyard, then, eh? Es ist noch nicht zu Ende. Okay, überraschend. Aber wir sind der Anführer der Garde. Und ich muss jetzt mit dir abholen anscheinend. Was macht er denn hier? I can't that verändern. I'm a busy man, so I wasn't impressed at having to drop. You're really all right with this weather. You have to stick around if it's too hot. Just what you have to do, my like I. Oh, Angelo's so cool. You know, he looks after children. Anywhere else to go? He says he will take all the kindness that Disco showed him. He will like the sweetest man you ever. Hey, no need to tell them. I have a pitch to. Well then, see you in a bit. I'll be down in the court in a break. Der Charmeur, der. Jetzt müsste gleich. Oh, warte mal, können wir noch. Ja, wir können ein bisschen zerstören. So ein bisschen Money, Money, Money. Dann können wir raus. Okay, verschlossen. Eine Mini-Medaille. Da sind's alle. Ach so, ich muss jetzt sie noch abholen, oder? Dann ist sie oben, oder? Kann ich die denn wohl finden? Unten, oben? Ich weiß es nicht. Ich schau mal alles durch. Ne, da kommen wir vom Balkon, glaube ich. Oh, ich erinnere mich noch an die Schlosszeiten hier, Monster ohne Monster. Der zweiten Etage. Ah, okay, danke. Gute Auskunft. Dahinter nicht? Nee. Ah. Jessica. You know, I was planning to go off and live on my own, but my mother was so worried I ended up settling down back at home. I guess the time I spent away from her made us both realize what's true. I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. But enough of that. Have you heard? Apparently Yangus and Red have teamed up now and they're doing something together. Can you believe it? Okay, die beiden. Elster und die Jämte. Yeah, I guess it's time to get going. Okay, then. Okay, die wartet auch im Hof. Also die Mutter und sie haben sich vertragen. Und Genghis und die rote Elze haben sich zusammengetan. Und wir rufen, wir holen jetzt die Prinzessin ab. Ist sie hier oben irgendwo? Nee. Kann ich sie denn finden hier? Da ist sie. I asked Miss to call on me. We could take one last puzzle. Alone to, just like old time. It's not quite time yet. The times I've spent in Dane Castle, I have to marry the prince. I'm beautiful. Please come to my father and protect me. So, shall we go? It won't do me. Sie möchte mit mir noch mal das letzte Mal durchs Schloss schlendern, aber sie will nicht heiraten anscheinend, tippe ich mal.
Ich glaube, wir reisen, glaube ich, sogar hinterher, ne? Oder? Na, sicherlich. Sie will nicht anscheinend. With all the romance. I didn't know you had it in your charm, this. It's Charmley. Oh, aren't you those servants? No doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this, I can't have come to you at such a royal event. Not as if you're out or what. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common, indeed. The preening little snob. It's been a while since the initiation, but he is still just as obnoxious as ever. And yet tomorrow, he's going to be marrying the princess. Can you believe it? Are you really going to let this happen? If you ask me, it's your duty as chief of the palace guard to protect the prince. Ich glaube auch. Rise and shine, Gav. The princess will be getting itched. We've come all this way. We should at least try and get a glimpse of her. I'll go on ahead then, hey? I'll be waiting. Lass mich raus hier, ich will das unterbrechen. Tschüss. Ah, ich komme hier schon rein. Sind auch schon da? Ist mir egal, ich komme da rein. Hab ich. Ne, hab ich natürlich nicht im Gepäck. Cengiz ist auch schon da. In seeing the new Lord High Priest than the bride and groom. Congratulations! Stop pushing! Wow! There you are, Gav. Right this way. Well, we've got this far. Now we just have to take care. Einfach. So. Jetzt kannst du machen, was du willst, Schnösel. Excuse me for the interruption, Your Majesty, Lords, Ladies and Gentlemen. I haven't had an
Viel Spaß beim Verfolgen. Bisschen, was ist mit? Go, go, go! Stay right. Do you think we'll just let you go after you ruin? Leave them to us. You. Lauf, kleiner Mann. By our 2 friends ago. I always myself to it. We can't abide. If it's a choice, I can't live my whole knowing my hand and let ich glaube, das war das Richtige. Ah, immer noch ein gutes Ende. Ich glaube, so sollte es auch gewesen sein. Niemand, der arrogant ist, kommt alles durch. Ja, und er weiß nämlich, dass das nämlich nicht so stimmt. Und ich glaube, wir feiern die richtige Hochzeit bald. Oder jetzt schon? Sie fliehen noch. Ah, Gott sei Dank ist die Waffe jetzt nicht verbuggt mit. Reitet der König doch selbst die Kutsche. Wie sagt man so einen schönen, noch ein Happy End gefunden. Und da sind leider auch die Credits. Mit einem Happy End hat uns Dragon Quest 8 das schöne Ende noch bereitet. Und ich würde sagen, ich lasse die Credits jetzt noch durchlaufen. Mute mich so lange. Oder ich quatsche mit euch noch ein Wort. Es war ein ziemlich geiles Let's Play, muss ich sagen. Noch zum Ende noch so richtig spannend. Die Kämpfe doch wirklich gut ausgetragen. Muss sagen, dass wir ab und zu mal ein bisschen geraged sind. Viel durchgemacht haben. Und so von allem, was uns noch in Quere kam, haben wir eigentlich alles gemeistert.
Er mit sich, glaube ich, nicht alles geschafft oder nicht alles gemacht. Mini-Medaillen, Arena, sowas. Fehlt uns noch alles, aber das ist halt so eine Kleinigkeit. Und man sieht auch, am Ende gewinnen immer noch die Guten und der Zusammenhalt und nicht der arrogante kleine Pilz. Pilz, der Prinz. Aber wie ihr sehen könnt, ist alles noch gut verlaufen. Wo wir damals Jessica kennengelernt haben, wie es man auch sieht, die damals uns angreifen wollte, Alistair starrte und doch getroffen hat. Die kleinen Jungs, die uns aufhalten wollten. Genghis, der uns Anfangszeiten klauen wollte, doch jetzt unseren im Sagen waren untertan war. Angelo, der Jessica verführen wollte. Und man weiß nicht, was damals oder noch passiert wären würde. Dolomigos, unser schöner Feind, hat jeden, fast jeden Waisen gekillt. Aber wir haben ihn doch einmal zur Strecke gebracht. Danach war es Sir Leopold. Und das war halt immer eine große Sache. Oh ja, das Mondschattenreich hieß es. Ja, mit dem Typen. Fand die Ampfen geil. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Hab ich vermisst. Und der Prinz mit der Trauer. Alistair. Die rote Elster. Auf jeden Fall geil. Das Schloss, was wieder aufgebaut ist. Ah, geil. Ich finde auch immer ganz gelungenes zum Ende noch hin. Okay, die beiden oben links kenne ich jetzt nicht ganz. Aber ich tippe mal, das war halt da, wo wir halt jetzt zuletzt drin waren. Und das ist bei dem Goldberg. Noch geschunden. Ich glaube, da findet man auch noch was, weil ich ja sagte, in dieser Wüste, wo der Drachen ist, ist es noch was. Aber das kommt noch oder wäre noch gekommen irgendwann, wenn ich da hingegangen wäre. Was uns halt gefehlt hat. Ja, das Agonia-Herz, was natürlich gekauft worden ist und eine Fälschung ist und wir alles mal damals klargestellt haben und ihm das richtig gegeben haben. Die Eindringungen in die Schattenwelt. Wo der große Fight gegen Dolomegos war. Sehen wir noch die seine Krähenfüße, seine wahre Gestalt. Die uns einmal doch das Leben gekostet hat, aber im Endeffekt uns doch gewonnen haben. Jessica in ihrem bösen Salz mit dem Stab. Aber wir konnten sie dennoch besiegen. Und es war, glaube ich, auch gut so. Fand ich eine geile Atmosphäre, das Schneelevel. War wirklich abwechslungsreich. Auch viel, was passiert ist, halt mit dem Großmütterchen, was uns damals geholfen hat. Und auch das Leben für sich und ihren Sohn gerettet hat. War ziemlich eine, ich muss sagen, eigentlich eine traurige Geschichte darum. Zur Insel von der Pyra. Ein bisschen für uns nervig, weil man musste halt diesen Weg fahren. Empyra selbstbestimmt, Ramia, wie sie doch auch genannt wird. Ah, die Flucht von der Insel, wo sich der Bischof für uns geopfert hat. Wir haben auch nichts mehr von ihm gehört nach den Wochen und Monaten. Der Angriff auf Marcello mit Hilfe von Ramias Sohn. Wir haben ihn leider damals, wie man es auch sieht, geschwächt, er Neos damit in die Lüfte gerissen hat. Und leider auch seine Kraft und seinen Willen verloren hat später hinein. Und von uns verschont worden ist und freien Lauf hatte. Ja, die Flucht von der Insel. Eine gute, ja, fast gute gelungene Flucht. Und das große Finale war es dann halt noch. Was man, wenn man es nicht gelesen hätte, auch ziemlich schwer gegangen wäre, dass man jetzt alle sieben Waisen holen muss und nicht wie ich dachte, den ersten Waisen rufen und dann ist er angreifbar. Aber wir haben ihn schnell doch rumgekriegt. So. Jetzt reiten wir doch mit.
mit allem Sack und Pack doch wieder zurück ins Schloss. Und er freut sich doch, glaube ich, tierisch, dass es so mit dem Ende ist. Und ich glaube auch die Antwort zu kennen. Ich glaube, zu Hause ist es immer am besten für die manchen Leute. Und das ist das Ende von Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Glückwunsch, Ossi. Du hast es geschafft, den Fürsten der Finsternis zu besiegen. Na sicher. Damit kannst du Abenteuer momentan an fortfahren. Ja, sicher. Möchte ich das niederschreiben. Jetzt mal auf den vorletzten, wo wir halt noch. Davor haben wir noch den Vorkampf und hier haben wir halt das letzte Ende mit Sternchen. Oh. Die kenne ich doch, die Insel. Ist das ein Zusatzinhalt? Was ist es? Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Ob wir es auch rausfinden werden? Keine Ahnung. Ob es hier weitergeht, wenn ich irgendwo drücke? Nö. Aber ich würde sagen, mit dem Ende, was uns da erwartet hat und was uns noch erwarten wird, vielleicht in anderen Teilen, würde ich sagen, sehen wir dann irgendwann mal danach. Ich weiß es noch nicht und würde damit sagen, ich hoffe, es hat euch noch gefallen, das Ende bis zum Hin. Und bis dahin, euer Flash OTP und tschüss.